Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Tag und ja, willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Awakening, dem definitiv letzten Part auf dieser Speicherdatei. Ja, was war los? Warum wurde der Part, der letzte Part so, ja, etwas abrupt beendet? Ja, ganz einfach. Der 3DS-Akku war leer. Mal wieder. Was natürlich zur Folge hat, ich durfte diese Mission bis zu dem Punkt, wo wir waren, ungefähr waren, nochmal machen. Naja, gut. Das habe ich dann halt gemacht offscreen. War auch nicht weiter tragisch. Wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man ja schon, was man so machen muss, was man falsch gemacht hat. Und deshalb sieht das jetzt hier ganz gut aus. So, ihr beide kümmert euch dann nochmal um den hier. Du nimmst deine Meisterlanze. Es ist schön, dass du auch krittest, mein Freund Chrome, denn damit machst du den meisten Schaden. Ja, wie ich schon sagte, es wird höchstwahrscheinlich heute das letzte Mal sein, dass wir in diese Datei gehen. Denn dann, gehen wir in meine andere Datei, wo ja auch schon meine, oder unsere Freundin Jenny ist. So, hier machen wir das nochmal so, du stehst hierhin mit Toron. Dann kommst du hier hin, du stellst dich dahin und nimmst deinen Meisterbogen oder nimmst deinen Schnitter, genau. Und du stellst dich dann hier hin, nimmst deine Sigurdslanze und sammelst. So, und auf der rechten Seite, du hast die meiste Verteidigung, ne? Aber da ist doch der wieder mit einem Donnerschwert. Und beide so ein dämliches Donnerschwert. Ah, den kann ich auch leider ja. Nein, den könnte ich mit ihm sogar erwischen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vor allem natürlich der auch angreift. Und der hat natürlich eine enorme Crit-Rate mit seinem Soikati. Aber ich denke, der sollte einen Angriff dann von ihm überleben, oder nicht? Ja, doch, der wird einen Angriff von ihm überleben. Mit dem Donnerschwert. Exitus! Warm. Mit einem Schlag besiegt. So, das Ziel war, den Boss besiegen oder alle besiegen? Alle besiegen, okay. Das ist gut. Ja, oder ob das gut ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil damit, ist okay, würde ich sagen. So, du stellst dich, wenn überhaupt, in die Reichweite. Ach, du hast dich, ja, okay. Dann darfst du da sogar dich hinstellen. Genau, dann darfst du dich ja sogar hier hinstellen, mit deinem Gugnir. Ja, und ihr kommt natürlich auch mit leisen Schritten nach hin. Kann ich irgendeinen Purgativ heilen, bei dem es sich lohnen würde? Ja, eigentlich Yenfei. Ja, komm, dann heilen wir dich eben mal kurz. Wird zwar eh nicht genutzt, aber naja, egal. Okay, er greift ihn an. Natürlich, weil er nicht angegriffen wird, oder weil er keinen Gegenangriff zu befürchten hat, aber gut. Das ist sogar ganz gut, solange er nicht krittet, kann er mich auch gerne ruhig angreifen. Da habe ich keine Angst vor. Ja, tschüss. Ja, die letzten Eindrücke aus dieser Datei, ach ja, wird schon mir auch ein bisschen fehlen, aber gut, in den anderen Dateien werden wir richtig abgehen, weil da habe ich richtig krasse Einheiten, da habe ich ja fast ausschließlich Level 3 Einheiten. Und der hat da auch ein bisschen reingekommen, wenn ich ehrlich bin. Ah, gut, dass der nicht hier gekrittet hat, auf jeden Fall. Gut. Ich denke mal, es wäre das Beste, gleich Stärkung einzusetzen oder so. Und Gaius ist auch einer der wenigen Einheiten, die dieses Maximum erreicht haben an Leveln. Sehr geil. Okay, und die Freunde kommen auch noch. Ja, von mir aus. Okay, dann nochmal ein Angriff auf den beiden. Wow. Null Trefferrate. Nicht schlecht. Okay, Lisa, du darfst mal gerne deinen Stärkungsstab anwenden, damit sich alle erstmal wieder auffrischen können. Wunderbar. So, und dann würde ich sagen, weil der mit seinem Soulcard ein bisschen mir zu krass ist, würde ich es gerne mit ihm machen, aber ich komme da leider nicht mit ihm hin. Wie sieht's denn mit Lucina aus? Wie sähe das denn mit ihr aus? Ah, Uiuiuiui. Ich würde eigentlich schon sagen, ich nehme meinen Adelsraff hier. Oh, 21 Crit-Chance. Alter Schwede. Der wird mich wegratzen. Das ist sowas von krass.
Da würde ich ja fast sogar sagen, ich greife erstmal aus der Ferne an, genau, um ihn nicht zu schwächen. Genau, das ist mir zu riskant. Das ist mir echt viel zu riskant. Deshalb schon mal ein bisschen runter, weil jetzt müsste ich es doch schaffen, ihn eventuell mit einem Schlag zu killen, oder? Ja gut, du schaffst das nicht. Ja, jetzt aber eine enorme Crit-Rate. Aber gut. Du schaffst das leider auch nicht. Da muss ich ihn doch noch mal ein bisschen schwächen, auch mit dem Eisenbogen. Ja. Machen wir das so noch mal. Oder Zecher macht's direkt. Ja. Dann machen wir das eben so. Habe ich auch kein Problem mit. Und eine Tempofeder erhalten, die wir nicht mehr brauchen. Gut, dann sieht das doch schon alles viel schöner aus. Ja, du reitest mal zurück. Und schlürfst dir nochmal ein Elixier rein. So, und du, zweimal. Warum greift er so gut an? Das finde ich ja gar nicht toll. Ja, Sigurds Lanze. Ja, und dann überlebt er das natürlich. Aber gut, einmal Parvise und zweimal Parvise eingesetzt. Halbiert den Schaden. Und damit sieht es doch schon wieder besser aus. Ein Punkt bei KP. Gut, dann machst du das jetzt hier mit Bolganone zu Ende. Und damit hat Henry auch das Maximum erreicht. Ja, ist doch schön, dass einige noch das Maximum erreichen. Gut, aber dann wird es jetzt auch endlich soweit Zeit, dass wir jetzt endlich zu der anderen Datei gehen. Ja, dadurch, dass Riekina auch noch gute Chance hat anzugreifen, nimmst du mal dein Silberschwert. Ja, diesmal greift er aber nicht mit an. Das finde ich ja nicht so toll. Naja, gut, dann machst du noch das hier, Meisterlanze. Oder wir nehmen einfach mal das Soulschwert. Das krasse Schwert von unserem Freund. Wie hieß der noch? Ich habe den Namen vergessen. Nach Walhart, genau. Walhart, der Eroberer. Und ich würde sagen, da ich ein Donnerschwert absolut nicht ausstehen kann, werde ich sagen, kümmere ich mich um ihn. Das passt perfekt wie die Faust aufs Auge. Vor allen Dingen mit Sonne. Und Lucina unterstützt ebenfalls. Oh, und für ihn gibt es da auch nochmal ein direktes Level-Up wieder. Naja, ich finde es ein bisschen schade, dass ich ihn da nicht reinbringen kann, weil der würde da doch so ein bisschen auf jeden Fall da doch was machen. Naja, kann man aber nichts machen. Ja, gut, dass sie ihn angreifen, ist klar, weil er sich nicht wehren kann mit seinem Bogen. Aber gut, das kann auch nur er. Ja, gut, und den Tomahawk-Schaden, da habe ich auch keine Angst vor. Ich dachte jetzt erst, der hat einen Bogen, aber... Nee, hat er zum Glück nicht. Okay. Sumir erreicht Maximum Level 20. Ebenfalls haben ja doch die meisten auf Level 20 bekommen. Und er erreicht Level 18. Ja, passt doch. Passt doch sehr, sehr gut. So, dann kannst du ja nochmal Purgativ auf Sumir machen. Ja, und wer bekommt die Ehre, den zu besiegen? Den letzten Angriff, ach komm, darf das noch Crow machen, damit er auch noch sein Maximum-Level bekommt. Genau. Ja, Jenny wird definitiv auch unterstützen, dann passt das hier. Crow darf den finalen Schlag machen und vor allen Dingen mit Aita. Ja, perfekt, um das hier alles zu beenden. Wie die Faust aufs Auge. Naja, gut, aber wie gesagt, das LP ist hier ja noch nicht zu Ende. Das wird noch um einiges gehen. Um einiges gehen. Naja, wir haben es geschafft. Mein Bruder, erkläre dich. Du schiedest dahin. Doch nun stehst du vor mir. Wie kannst du ein anderer Yen Fei sein als mein Bruder? Vielleicht kommt er aus einer anderen Welt. Oder gar aus einer anderen Zeit. Oder würde mich jetzt nicht allzu sehr überraschen. Genau so ist es. Wenn du jedoch aus der Zukunft bist, wie kann es... Eine andere Zukunft mit einer anderen fürchterlichen, grausamen Vergangenheit. Das Leben verlor seinen Sinn, als ich das Teuerste nicht zu schützen vermochte. Es war nicht mein Wunsch, in diese Welt zu kommen. Das Schicksal jedoch scheint einen Sinn für Ironie zu haben. Das Teuerste nicht zu schützen vermochte? Ihr konntet eure Schwester nicht schützen. Ihr meint Sairi, richtig?
So ist es. Du lebtest an meiner Stelle? Ich war schwach. Ich konnte das Opfer nicht bringen, um dich zu schützen. Ich bin froh, dass der Yen Fei aus dieser Welt aus härterem Holz geschnitzt war. Verdammt soll er sein! Er hatte nicht das Recht, diese Wahl für mich zu treffen. Ich wünschte mir, er hätte dieselbe Wahl wie du getroffen. Ich wünschte, er wäre immer noch ein freier, glücklicher Mann. Ein Gefühl, das ich nur allzu gut kenne. Yen Fei. Seiri. Seiri, ich bin nicht dein Bruder und du bist nicht meine Schwester. Doch lass mich für die Sünden meiner früherer Tage Buße tragen. Diese Klinge soll dir dienen. Ja, das ist doch schön, dass sie sich doch auf etwas andere Art vereinigen konnten. Gut, ja, ein paar Heiler, oder was heißt Heiler, ein paar Items sind gekommen. Aber wie gesagt, das tut hier gar nichts mehr zur Sache. Ich werde jetzt hier nur noch einmal abspeichern. Oh, nicht auf der anderen Datei. Das wäre jetzt echt problematisch geworden. Nein. Wir sind jetzt hier durch. Jetzt geht es noch zu meiner anderen Datei, wo wir ja schon die DLCs gemacht haben. Wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, komm, das mache ich nicht hier mit in diesem Part. Das mache ich in einem so besonderten Video, weil es fehlt ja noch die eine DLC im Map. Die habe ich ja mittlerweile immer noch nicht. Und da habe ich die ersten beiden Maps schon vor, ich weiß nicht, wie lange hochgeladen. Naja, gut. Ich hatte mir überlegt, unsere neue Kumpanin Jenny in eine andere Klasse zu machen. Deshalb hat sie auch schon ihr Zweitsiegel bekommen. Die Frage ist nur, was mache ich, was gebe ich ihr? Ich hatte erst überlegt, sie eigentlich zu einer Dunkelschwinge werden zu lassen, weil die hatten wir noch gar nicht und ich denke mal, das wäre eine coole Sache, so eine Dunkelschwinge, aber dann, ja, dann müsste sie natürlich ihr Lanzenlevel aufleveln und ich weiß nicht, aber ich würde das Einzige sagen, alle anderen Einheiten kennen wir schon, haben wir in einer anderen Form schon gesehen, außer die Kriegsheilige, aber das bringt ihr überhaupt nichts. Ja, und deswegen, das möchte ich auch nicht machen, weil ich habe schon zwei Dunkelritter und noch ein, nee. Nee, komm, sie wird eine Dunkelschwinge. Ich weiß, dass diese Einheit nicht gerade so das Beste und Gelbe vom Ei ist. Aber, ja, doch. Das ist auf jeden Fall besser hier. Auf jeden Fall hat es einen höheren Magiewert und... Ja, doch. Doch, sie wird eine Dunkelschwinge. Damit wir auch mal alle Einheiten sehen können. Wir wollen hier so viel zeigen wie möglich und da ist es das Beste, wenn sie eine Dunkelschwinge wird... Und damit auch wieder leveln kann. Macht sogar einen ordentlichen Eindruck. Das, was ja damals unsere... Oh, sogar ein paar Minuswerte, aber naja. Dafür aber viele Pluswerte auch. So, und sie kriegt natürlich eine Lanze. Nur die Frage ist jetzt, welche? Oder ich könnte hier eigentlich auch so eine Bronzelanze nochmal schmieden, so wie hier. Aber nee, ich kaufe hier einfach nur eine normale Bronzelanze. Ja, komm, ein bisschen schmieden kann ich dir schon. Und wie gesagt, ich kann ja nichts anderes erstmal ihr geben als... Oder haben wir noch Waffenschreiber? Hier noch Waffenschreiber? Das wäre jetzt endgeil, wenn ich hier noch Waffenschreiber hätte. Mal gucken. Ja, tatsächlich, ich habe sogar zwei Waffenschreiber. Ja, spitzenmäßig. Die gebe ich ihr auch direkt. Was ich hier noch alles habe hier. Alter, alle Werte plus zwei. Alter. Ja, das könnten wir auf jeden Fall auch noch irgendwann mal geben. Gut, dann hat sich es ja doch gelohnt. Da kann ich ihr doch schon eine bessere Lanze geben, auf jeden Fall. Nur ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, welche Map wir machen. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. So, dann kriegst du... Du kannst doch bestimmt schon eine Meisterlanze nehmen. Genau, dann nimmst du eine Meisterlanze. Gut. So, so, ach komm, und eigentlich... Ah, nee, komm, wir gucken uns jetzt mal an, was sie jetzt so machen. Es gibt die ein oder andere Map auf jeden Fall, wo ich kämpfen könnte. Und zwar sind das ja diese, diese mit dem orangenen Punkt. Und da würde ich eigentlich sagen, es würde sich das hier anbieten, das Bergdorf. Doch, ich würde sagen, das Bergdorf würde sich anbieten. Ja, damit fangen wir an mit dem Bergdorf. Nebenquest 20, erhabenes Glück. Viel können wir da zwar nicht mehr machen, aber doch, das lohnt sich hier in dieser Nebenquest. Kommt ihr uns etwa tatsächlich zu Hilfe? Oh, die Götter sind groß, danke, Herr. Right. Ja, wir hörten Gerüchte von Mädchen, die von den Grimm Leal verschleppt wurden. Angeblich werden sie in düsteren Ritualen als Opfer missbraucht. Das ist alles wahrfürchtig. Unser Dorf hat bereits drei Mädchen verloren.
Ich bitte euch, sorgt dafür, dass es keine weiteren Opfer gibt. Die Grimleeren haben ihr letztes Opfer verschleppt. Ich schwöre es. Wisst ihr, wo sich die Fanatiker aufhalten? Eines der Mädchen floh und kam hierher. Vielleicht kann sie euch mehr sagen als ich. Sie ist sehr sanftmütig, aber etwas... nun ja, ich hole sie einfach her. Moment mal, ist da Emmerin? Emmerin? Emmerin, Schwester, bist du's? Meine Güte, Emmerin! Schwester? Ich bin es, Emmerin, Lisa! Ist das Zauberei? Was geht hier vor? Und warum erkennst du uns nicht? Warum? Bitte, ihr schreckt das Mädchen nur. Sie versteht nicht so wie ihr oder ich. Erklär mir das. Ich weiß nur wenig über die Situation, mein Herr. Das Mädchen ist nicht von hier. Sie verhält sich so, seit sie plötzlich eines Nachts in unserem Dorf auftauchte. Wenn sie redet, dann mit den Worten eines kleinen Kindes. Es schmerzt mich daran zu denken, was sie in einem solchen Zustand fliehen ließ. Himmel, Übe Nachrichten her, die Grimmelianen nähern sich dem Dorf. Bitte helft uns, ihr dürft nicht doch mehr unschuldige Mädchen Leid erfahren. Stimmt, das können wir nicht zulassen. Hirten, macht euch bereit für den Kampf. Oh ja, das wird jetzt brutal werden. So, eine Einheit muss ich rausnehmen und das wird eine sein, die schon genug gestärkt ist, würde ich sagen. ich würde ja fast sagen, ja gut, Crow muss ich mitnehmen und da werde ich auch meine Einheit mitnehmen, damit wir schon mal hier ein bisschen sehen können. Das wird wahrscheinlich eine Einheit sein, die wir schon sowieso kennen. Würde ich ja fast sagen, Gaius, ne? Ja gut, wir kennen eigentlich schon Owain. Mehr oder weniger zumindest, weil der ist schon stärker eigentlich als alle anderen hier und ja, komm, Owain kommt raus. Gut, Lin Fan könnte ich auch nehmen, aber nee, die bleibt auch nicht, kommt auch erstmal nicht rein. Kellyem, ja, der ist eigentlich auch notwendig, aber ich denke mal, hier lohnt er sich nicht. Auf jeden Fall muss sie hier rein, das ist klar. So, ja, hier ist sie, Emmerin. Ich frage mich nur, warum sie ganz rechts da steht, im Kampf. Das heißt, wir müssen sie unbedingt schützen, weil hier geht's ab, ist natürlich alles Level 20er, mit Morast natürlich. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, dann sollten wir uns natürlich auch noch in das Dorf begeben. Ich muss natürlich versuchen, und das werde ich wahrscheinlich auch mit, genau, das werde ich mit Zecha machen. Oder werde ich das mit ihr machen? Verteidigung 26, Resistenz 12. Ja, gut, das werde ich mit ihr machen. Versuchen, so schnell wie möglich erstmal zu ihr zu kommen und sie zu schützen. Und natürlich auch Crow, aber der kann nicht so weit laufen. Auf jeden Fall mit denen nach vorne gehen, die sich sehr gut bewegen können. Das geht hier ganz schön ab. So, und da wird dann, denke ich mal, sagen, geht Gaius in das Dorf rein. Oder Vaik. Genau, wahrscheinlich wird das Vaik sein. Oder du. Wir gucken einfach mal. So, Inventar. Da gucken wir noch ein bisschen nach. Du bist... Ach, eigentlich bist du ganz krass aufgestellt. Du auch? Du eigentlich auch? Du auch? Aber naja, gut, nee, Nosferatu, nö. Du eigentlich auch? Obwohl, Skarallanze? Naja, komm, ist okay. So, Lisa... Könnte ich eigentlich nochmal Excalibur aufladen, ne? Wie viel haben wir denn davon noch? Mal gucken. Excalibur. Ja, komm, dann lädst du das nochmal auf. So, Basilius, gut. Ist auch noch ganz gut mit der Schnittlanze Plus. Die soll er auch ruhig aufbrauchen. Du kannst ein Schwert nehmen, wenn ich das so sehe, Virion. Aber eins, welches wir ruhig gerne für... Oh, was ich alles hier für Klingen oder für Schwerter hier alle habe. Das ist so krass hier. Ja gut, ein Donnerschwert lohnt sich bei mir überhaupt nicht. Ein Schnitter eigentlich. Ja, du nimmst einen Schnitter. Ja, du nimmst für das Silberschwert, Bolganone. Oder nee, nicht Bolganone, Toron. Lucina. Ja, passt alles. Okay. Dann speichern wir einmal und machen einen Zug in diese Map und dann ist der Gegner dran. Was meinst du damit, sie ist nicht mehr hier? Es tut mir leid, Herr. Ich hab nur kurz weggeschaut. Da war sie auf einmal fort.
Vielleicht dachte sie, die Fanatiker wären zurück und wollte uns Ärger ersparen. Das ist definitiv etwas, das sie tun würde. Nun gut, sie kann nicht weit gekommen sein. Auf geht's. Ein paar Erinnerungen hat sie also schon. Sehr interessant. So, also wie gesagt, schnell nach vorne. Das ist essentiell. Ja, Meisterlanze. So, ich würde dann auch vielleicht sagen, gehe ich mit ihr auch ein bisschen nach vorne, damit sie dann halt auch gleich die Resistenz erhöhen kann. So, erstmal so sammeln. Ich hätte was wahrscheinlich mit allen machen sollen, aber gut, der kommt ja eh nicht hier hin. Ja, erstmal so weit wie es geht nach vorne. Ich hoffe jetzt natürlich nur nicht, dass sie hier auch reinkommen. Das wäre ein bisschen blöd. Na, erstmal Dorf besuchen. Schicksalot, ihr habt ihr schon viel geraubt. Nur noch ihr Leben zu nehmen ist zu viel. Bitte nimm diesen Stab und setz ihn ein, um sie sicher nach Hause zu geleiten. Rettung erhalten? Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Warum denke ich da eigentlich jetzt erst dran? Moment mal, die kann ich doch eigentlich auch schon jetzt verwenden, ne? Moment mal. Das ist echt eine gute Idee von dem, muss ich ehrlich sagen. Vorrat. Ah, ich habe keinen Purgativstab mehr. Okay, auch gut zu wissen. Rettung für Bolganone. Und dann verwenden wir diesen Rettungsstab. Wing. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Warum fällt mir das jetzt erst ein? Warum fällt mir das echt jetzt erst ein? Ah, ich kann aber nicht in die Kombi reingehen. Das ist jetzt doof. Weil da wird jetzt, denke ich... Alter Schwede. Ich sollte sie ein bisschen in Schutz hier nehmen. Eine kleine Barrikade aufbauen. Was haben wir denn hier alles? So, natürlich auch noch Fernangriffeinheiten. Oh. Oh, go, 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 go. Eieieiei. So, meine Bogenschützen hier nach vorne. Du kannst auch nach vorne hier kommen, würde ich sagen. Mit deinem mit deinem Wurfbeil. Silberaxt. Ah, es ist jetzt echt doof. Die kann echt von einem angegriffen werden. Hätte ich das jetzt gedacht, dass wir so einen Stab bekommen, hätte ich ihn vielleicht nicht einsetzen sollen. Weil damit habe ich sie jetzt genau in die Schussbahn gelenkt. Ja, dann ist mal die Kurzaxt. So, und Gaius, du kommst natürlich auch nach vorne mit deinem Stahlbogen. Okay. Greif noch nicht an. Oh, ich habe noch nicht ich habe hier noch die Dinger hier ausgeschaltet. Und warum treffen die alle? Ja, darf ich direkt von vorne anfangen? Perfekt. Dann aber auch mit eingeschalteten Dingern. Okay, gut. Also wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Start nochmals. Juhu.